Wir sind Farah und Nabila, die Gründerinnen von Lost Film. Lost Film ist eine Produktionsfirma, die Horror-Kurzfilme zu gesellschaftskritischen Themen dreht. Mein Name ist Diana Huth von Aptitude. Wir sind dein Begleiter für psychische Flexibilität. Ich bin Sham Jaff und ich schreibe den Newsletter What Happened Last Week über Asien, Afrika und Südamerika und stelle Themen, Kulturen und ihre Perspektiven in den Vordergrund, die sonst leider so ein bisschen in den Hintergrund rücken. Ich bin Tim. Und ich bin Tim. Und wir sind ein Teil von The Showmasters und wir machen hybride Showformate. Mein Name ist Lubna Messaoudi. Ich bin die Gründerin von Bivok Rising. Das ist der erste intersektionale Coworking und Social Club, exklusiv für Frauen, Intersex, Trans und nicht-binären Menschen of Color in Berlin. Fast 30% der Pflege-Azubis brechen ihre Ausbildung ab. Und wir konnten gut nachvollziehen, warum das so ist. Mit unserer NovaHeal Lern-App bringen wir Pflege-Azubis vom ersten Tag der Ausbildung erfolgreich durch die 3 Jahre. Clench Fashion macht Plus-Size-Mode, die nachhaltig und fair produziert wird. Plus-Size-Mode bedeutet bei uns Größen von 48 bis 54. Hi, ich bin Iris, Co-Founderin von Krisenchat. Mit über 300 KrisenberaterInnen beraten wir rund um die Uhr 24/7 per Chat. Baby Berlin ist ein Startup, das Produkte, Lernartikel und Spiele entwickelt für alle Kinder. Wir glauben fest daran, dass Diversität Normalität ist. Wir sind USA Collective. Wir bringen Illustrationen mit Themen des sozialen Wandels zusammen. Wir empowern junge Menschen, kreativ kritisch zu handeln. Sammypack ist das erste Mehrwegsystem für bestehende Versandverpackungen aus dem E-Commerce. Wir wollen erreichen, dass ein neuer brauner Karton genauso uncool wird wie eine Plastiktüte. Mein Name ist Amelie. Ich bin Produkt- und Biomaterial Designerin. Und ich habe während meines einjährigen Masterprojektes an der Universität der Künste die Mealybag, eine essbare Lebensmittelverpackung, entwickelt. My Migrant Mama ist eine Plattform von stolzen Migrant Kids, die weibliche Migration und die Macht des Perspektivwechsels in Europa feiert. Unsere Mission bei Sirius ist es, Menschen weltweit den Zugang zum Musikunterricht zu erleichtern. Unser Unternehmensname ist Rocky Motion. Wir entwickeln Software, Elektronik und audiovisuelle Inhalte für interaktive Kletterwände. Ich bin Jamin. Und ich bin Britta. Wir sind das Gründungsteam von Nolvan. Wir entwickeln die weltweit erste digitale Bildungsplattform rund um Menstruation, Zyklusgesundheit und Sexualität. Ich bin die Gründerin einer rassismuskritischen Plattform. Wir stehen für Empowerment und Repräsentation von BIPOCs in den Medien, richten uns aber auch an weiße Menschen, die sich rassismuskritisch weiterbilden wollen. Wir sind die Begründer des Projekts Mikrokosmos Berlin, eine Catering- und Veranstaltungsfirma mit dem Ziel, Insekten in den westlichen Diät zu integrieren. Mein Name ist Roxana Hennig. Ich bin die Gründerin und Geschäftsführerin von Remy VR. Unser Motto ist Entspannen, Entdecken, Erinnern, denn wir schicken Senioren auf virtuelle Ausflüge. Wir haben ein Textil entwickelt, welches Polyester ersetzen kann. Und in der ersten Anwendung haben wir das in ein Abschminktuch integriert. Wir nehmen das Produkt am Ende zurück, machen neu daraus und haben so einen kompletten Kreislauf geschaffen. Wir bringen Menschen zusammen, damit sie gemeinschaftlich wohnen, leben und arbeiten können. Das Besondere an unserer Plattform ist das Matching, dass wir es so schaffen, die Menschen schneller und einfacher zueinander zu bringen. Weißt du, ob Vulva und Vagina dasselbe sind oder Periodenblut nur aus Blut besteht? Nein? Dann willkommen im Club. A Woman ist eine Strategie-Spiel, die über die Menstruation, Periode, Zyklus und auch Verhütung aufklärt. Nüchtern Berlin ist der Online-Shop für alkoholfrei und wir sind auch stationärer Späti in Berlin. Unsere Vision ist es, alkoholfrei gesellschaftsfähig zu machen. Wir sind ein Impact-Startup aus Berlin, das die erste digitale Begleitung für Betroffene von häuslicher und sexualisierter Gewalt entwickelt. Marie und Anne ist eine Naturkosmetikmanufaktur und ein Designatelier. Mit unseren Produkten wollen wir vor allem kommunizieren, dass im Badezimmer weniger manchmal mehr ist. Das Kinderstark-Magazin ist Deutschlands erstes diskriminierungskritisches Kindermagazin. Wir benennen Diskriminierung und empowern Kinder durch Positivbeispiele. Und genau das übergeordnete Ziel ist natürlich, Vielfalt als das Tolles zu sehen, was sie halt wirklich ist und wertzuschätzen. Hey, wir sind More Entertainment. Wir sind ein Hörbuch- und Hörspiellabel. Wir bestehen aus 4 SchauspielerInnen.
Und wir haben uns darauf spezialisiert, verschiedene Hörbuch- und Hörspielformate zu produzieren. Ich habe Literarische Diverse 2019 gegründet, um vor allem marginalisierten Stimmen eine Bühne zu bieten. Dabei habe ich mittlerweile 4 Magazine herausgebracht und einen Lyrikband. Unser erstes Produkt ist ein Tagebuch für Menschen mit Demenz und für Seniorinnen. Es ist extra für Demenz gestaltet. Das heißt, wir arbeiten barrierefrei, so dass auch im Alter das Design des Buchs wahrgenommen werden kann. Wir glauben daran, dass jeder ein besonderes Talent oder eine besondere Fähigkeit hat. Und wir wollen euch unterstützen, diese mit anderen zu teilen. Und das könnt ihr bei uns auf Trivia. New Light baut Leuchten. Das sind besondere Leuchten, weil wir benutzen als Lichtträger Plexistäbe. Und diese Plexistäbe können wir in alle Formen biegen. Wir haben einen Weg gefunden, es nachhaltig, unkaputtbar, dimmbar und in Millionen von Farben zu kreieren. Bei Rido geht es darum, existierende Produkte nachhaltiger zu gestalten in Zusammenarbeit mit Konsumentinnen und Unternehmen.